Wie viele BDI-Videos hast du bisher gesehen? Wie viele islamische Videos und Vorträge hast du bereits gehört? Vielleicht schaust du seit Jahren Videos oder du hast noch nicht so viel gesehen. Stell dir selbst die Frage, wie du mit diesem Wissen umgegangen bist, was du mit diesem Wissen gemacht hast und ob sich etwas an dir verändert hat. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam beschreibt uns drei Arten von Menschen, denen Wissen zuteil wurde. Schau, zu welcher Art du gehörst und ob du angemessen mit deinem Wissen umgehst. Der Gesandte Allah sprach: Das Gleichnis der Rechtleitung und des Wissens, mit denen Allah mich entsandt hat, ist wie ein reichlicher Regen, der auf ein Gebiet niederging. Ein Teil des Bodens war fruchtbar und nahm das Wasser auf und brachte eine Menge an Pflanzen und Gras hervor. Es gab aber auch felsige Teile davon, welche das Wasser bewahrten, mit dem Allah den Menschen vielen Nutzen bringen ließ. Davon tranken sie selbst, tränkten ihr Vieh und bewässerten ihr Feld davon. Der Regen fiel aber auch auf einen sandigen Boden, der das Wasser versickern ließ und keinerlei Pflanzen hervorbrachte. Das erste Gleichnis ist das eines Menschen, der sich mit dem Wissen des Din Allahs, mit dem Allah mich entsandt hat, ausbildete. Denn er erwirbt damit das Wissen für sich selbst und lehrt es andere. Das letzte Gleichnis stellt denjenigen dar, den weder das Wissen kümmert, noch die Rechtleitung Allahs annimmt, mit der ich entsandt worden bin. Jeder Mensch, zu dem Wissen gekommen ist, gehört zu einer dieser drei Gruppen. Solltest du der ersten Gruppe angehören, die ihr Wissen umsetzt und anderen das Gute lehrt, dann gehörst du zu denen, welche mit Allahs Erlaubnis das Paradies erben werden. Und solltest du zu der dritten Gruppe zählen, welche das Wissen und die Rechtleitung ablehnen, gehörst du zu der schlechtesten Gruppe, welche das Paradies niemals betreten werden. Doch was, wenn du zur zweiten Gruppe gehörst, welche das Wissen zwar mitbekommen, es selbst aber nicht umsetzen? Wenn du zu ihnen gehörst, dann solltest du dir bewusst machen, dass das eigene Wissen schädlich für dich ist. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam berichtet uns: Das erste ist das Wissen, das sich im Herzen einnistet. Dieses Wissen ist das nützliche Wissen. Das zweite ist das Wissen, das nur auf der Zunge ist. Dieses Wissen ist ein Beweis für die Schuld dieses Menschen gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Das bedeutet, Wissen, das nicht gelebt wird, ist ein Schuldbekenntnis gegen dich. Du wirst von Allah subhanahu wa ta'ala gefragt werden, warum du bestimmte Dinge gewusst hast und dich trotzdem entschieden hast, nicht gemäß diesem Wissen zu handeln. Gefährlich wird es dann, wenn du deine Pflichten vernachlässigst, obwohl du von ihnen weißt und Haram begehst, obwohl du weißt, dass es verboten ist. Allah subhanahu wa ta'ala warnt uns davor im Koran: Wollt ihr den Menschen Aufrichtigkeit gebieten und euch selbst vergessen? Wo ihr doch das Buch lest, habt ihr denn keinen Verstand? Gerade derjenige, der Wissen hat, sollte den Nutzen und auch den Schaden darin erkennen. Er sollte es am besten wissen, doch trotz seines Wissens handelt er nicht danach. So jemand stellt seine Neigung über das, von dem er weiß, dass es richtig ist. Es ist, als hätte er keinen Verstand. Weshalb Allah subhanahu wa ta'ala eben diese Eigenschaft des Menschen in Frage stellt, sollte er nicht nach seinem Wissen handeln. Die Menschen haben Anteil an dem Licht, das ihnen durch Allahs Offenbarung zuteil wurde, indem er den Koran gelesen und vom Wissen des Islam gelernt hat. Er selbst aber hat nichts von diesem Licht. Es nützt ihm nichts im Diesseits und auch nichts im Jenseits. So stehen die Chancen gut, dass Menschen durch ihn ins Paradies gelangen, während er selbst wohlmöglich einer der Höllenbewohner wird. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam prägte ein Gleichnis. Er sagte: Das Gleichnis desjenigen, der anderen Gutes beibringt, aber sich selbst vergisst, ist wie eine Lampe, die für andere Licht bringt, aber sich selbst verbrennt.